Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Achter Teil über Farel Friedrichsfeld. Dieses Mal geht es um das Tanklager. Kommen wir als erstes zu der Lage des Tanklagers von Farel Friedrichsfeld. Es liegt an dem Grabhorner Weg. Dieses ganze Gelände hier, das ist der ehemalige Einsatzhafen. Und am Grabhorner Weg, dort befindet sich das Tanklager, hier in diesem Wäldchen. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Das ist also die Zufahrt zu dem ehemaligen Tanklager. Hier ist ein Tor. Von hinten kommt man aber problemlos auf das Gelände. Und auch dieses werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Als erstes fällt auf, dass hier sehr viel verklinkert ist. Das komplette Gelände des Tanklagers, wie man hier sieht, besteht aus Klinkerboden und auch die Zuwegungen sind verklinkert worden. Unter anderem auf dem Gelände hier ein Brunnen mit einer Metallklappe. An dieser Stelle hat sich scheinbar ein Gebäude befunden, zumindest findet man hier noch Fundamentreste. Was genau hier war, weiß ich leider auch nicht. Rund um das eigentliche Tanklager, den eingezäunten Bereich also, befinden sich diese Vertiefungen, die so aussehen, als ob sich dort irgendwelche Soldaten Schutzbauten errichtet haben. Und was man dort überall findet in dem Waldstück, sind so wie an dieser Stelle hier Verklinkerungen bzw. Reste davon. Das soll es gewesen sein zum Flugplatz Friedrichsfeld mit dem Tanklager. In der nächsten Folge zeige ich euch die Fortsetzung von dem Tanklager und leider auch die traurige Geschichte, wo in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre ein Toter in einem der dortigen Bunker gefunden wurde. Den Bunker habe ich für euch gefilmt. Ich hoffe, dass ihr euch das anschaut. Über einen Daumen in nördlicher Richtung würde ich mich natürlich wieder freuen von euch. Bis dahin, danke und tschüss.